Also bis jetzt lief die Vorbereitung einwandfrei. Sie haben bis auf das morgige Spiel gegen Bilbao jeden Test gewonnen. Ansonsten, die Stimmung hängt natürlich sehr stark davon ab, dass jetzt die Festverpflichtung von Dennis Undaf im Endeffekt so gut wie durch ist. Das allein gibt natürlich dem Umfeld und auch der Mannschaft und auch dem Trainer und sicher auch dem Sportdirektor und so weiter einen Schub und versetzt alle ein bisschen in Euphorie. Also die Stimmung ist, glaube ich, vor diesem Start sehr, sehr gut. Es ist natürlich schwierig, einen Mann wie Serhou Guirassy zu ersetzen. Klar, wenn einer 28 Tore schießt und noch ein paar Assists dazu macht, so einen Mann ersetzt man nicht so einfach. Ich glaube zwar, dass mit Emerdin Demirovic ein wirklich guter Mann gekommen ist, der kennt die Liga, ist ein typischer Mentalitätsspieler, den diese Mannschaft immer gut gebrauchen kann, weil sie eben auch über die Mentalität kommt. Er passt also sehr gut da rein. Ansonsten, glaube ich, ist die Mannschaft nicht sehr viel schlechter als letztes Jahr. Auch wenn man natürlich drei Leistungsträger abgeben musste mit Anton, mit Guirassy und mit Ito. Ich glaube wiederum, dass Chabot durchaus das Potenzial hat, um Ito zumindest mal gut zu ersetzen. Bei Anton, das ist eigentlich die einzige Lücke, die es noch gibt. Da muss man halt sehen, ob Rouault, der letztes Jahr quasi per Leihe und danach eben fest verpflichtet wurde, ob er es schafft, in diese Fußstapfen zu treten. Das weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht ganz sicher, das muss man noch sehen. Da hat man auch Henry Chase, den U21-Spieler, hochgezogen. Aber das ist natürlich auf einem Niveau, wenn man sagt Champions League, Dreifachbelastung. Also denkt man daran, nochmal nachzulegen. Ansonsten muss man einfach sagen, sie haben viele vielversprechende Spieler geholt. Ob Justin Diehl aus Köln, der in der Vorbereitung bis jetzt sehr guten Eindruck gemacht hat. Woltemade, der bei vielen anderen Clubs auch durchaus Begehrlichkeiten geweckt hat. Also ich hätte der Mannschaft auch in der neuen Saison, auch mit Guirassy und Anton und Ito, ich hätte es nicht als sicher gesehen, dass diese Mannschaft weiterhin unter die ersten zwei kommen würde, wovon man ja träumt, vielleicht bei den Fans. Das Thema Union Berlin und die Folgen für die mit der Champions League Qualifikation sind natürlich immer gegeben, klar. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man sich dessen sehr bewusst ist. Ich meine, der VfB hat ja dieses Problem ja auch schon mal gehabt, 2007, wo es ja dann, wo man sich übernommen hat, wo man teure Verträge für Spieler, die die Erwartungen nicht erfüllt haben, ausgegeben hat. Und wo man dann plötzlich abgerutscht ist. Und das hatte wiederum langfristige Folgen. Also man hat natürlich dann diese Kosten vor sich hergeschoben, jahrelang. Ich glaube, daraus hat man gelernt. Meines Wissens nach ist es so, dass die Verträge angeglichen sind, eben so in die Richtung, in der Champions League gibt es so und so viel. Wenn wir künftig nicht Champions League spielen, gibt es halt so und so viel, also weniger. Also von daher glaube ich, dass man damit gut umgegangen ist. Aber grundsätzlich glaube ich, dass diese Mannschaft, wenn alles halbwegs normal läuft, durchaus Potenzial hat für das erste Drittel.